Mein Name ist Henrik Drün, ich bin Rüdemann und das ist Wilde Meute. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten heute mal herrlich, wie Gott die Sonne erschuf, im Sonnenschein. Und wir haben die Hunde mal eingepackt, weil jetzt steht die Maisjacht an. Die Vorbereitung, ihr habt es ja gesehen, was alles drumherum ist. Jetzt haben wir endlich mal so eine Situation, wo wir die Hunde konditionieren. Das heißt also, könntest du ruhig sein bitte? Danke. Das heißt also, wir gehen mit den Hunden durch den Mais, gucken, ob Schwarzwild drin ist oder nicht, um Schäden zu vermeiden und natürlich auch für die Hunde als Konditionsstufe. Weil bald fangen dann wieder die Waldjachten an und dafür müssen die Pfiffis auch fit sein. Weil, hör auf bitte, sei nicht so aufgeregt, ich auch, ich bin auch aufgeregt. So, zurück. Die kriegen jetzt alle ein GPS-Halsband um, damit wir immer jederzeit wissen, wo sie sind, was sie tun, ob sie laufen, stehen. Und ob vielleicht irgendwo auch teilweise mal ein krankes Stück gebunden ist. Auf Grundlage dessen, dass wir im Mais jagen, kriegen die Hunde jetzt hier keine Westen an. Allein wegen der Beweglichkeit und natürlich auch in vorderster Linie wegen der Hitze. Die kriegen natürlich, sobald die den Anhänger verlassen, wird Wasser aufgestellt, dass wenn die zurückkommen, dass sie dann sofort wirklich Wasser zu sich nehmen können, damit die Hunde nicht überhitzen. So, wen haben wir? Ach, Kamerad, aufgeregt. Hier, da kommst du eben her. Die andere. So, zurück. Mo, könntest du eben stillhalten? Das Halsband muss auch an. Wenn ihr mit den Hunden unterwegs seid, packt euch irgendwie Traubenzucker oder hier sowas wie Jubin ein. Dass wenn die Hunde wirklich am Zenit sind, wenn sie sich ausgepowert haben, dann brauchen die ein bisschen Aufbau, ein bisschen Zucker. Sowas ist immer ganz wichtig. So, jetzt noch für die Hundeführung, damit wir uns auch verständigen können. Eben Funkgeräte, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du da mitten im Busch stehst oder mitten im Schlag und du weißt nicht, wo vorne und wo hinten ist und wo die anderen sich befinden. Deswegen Walkie-Talkies oder andere Mittel sind wunderbar dafür. So, haben wir das. Das kann drin bleiben, das kann drin bleiben. Hervorragend, schon fertig. Für den Hundeführer dann halt zur Ausstattung natürlich das Handgerät, um zu orten, wo die Hunde sind. Hier, da kann jeder für sich entscheiden. Ich habe so Nebelhorn aus der Schifffahrt. Das hört man über mehrere Kilometer weit. Ja, ein ordentliches Messer zum Abfangen, wenn mal was ist. Und natürlich dann halt auch die Warnjacke, damit das dann auch sichtbar ist, dass wir kein dickes Schwein sind, sondern nur die Hundeführer. So, seid ihr fit, seid ihr bereit? Wenn man sie, das ist ja das Schöne, die Hunde, die wissen genau, wo es ist. Sobald die Klappen aufgehen oder sobald nur der Anhänger rappelt zu Hause, wissen die, jetzt ist Stimmung in der Bude. Ne? So, ein paar Dehnübungen noch vorher. Ja, damit wir fit in der Hüfte sind, Freunde. Geht das? Ja, macht das sehr gut. Bleib so. Du bleibst Esel. Danke. So, wir stehen jetzt hier natürlich genau vor dem Maisfeld, deswegen ein bisschen ruhig, auch wenn die Hunde drin nicht sind. Es ist abgestellt, es ist ringsrum. Wir lassen jetzt die Hunde hier durch. Es ist ein langer Schlauch. Wir gucken, wenn Wild drin ist. Ja. Aber der Mais dieses Jahr ist halt nicht so dufte. Die Kolben haben sich nicht richtig entwickelt. Da sieht zwar alles gut aus, ist aber jetzt nicht so viel. Deswegen, ob Sauen jetzt drin sind und da so ein bisschen vernaschen, das werden wir nachher sehen. So, wir können die Hunde loslassen. Lisa,
Kannst du loslassen? Komm hier, stopp! Jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei. Die Hunde müssen jetzt erstmal arbeiten. Es sind halt, wie gesagt, diese Struktur, die Finder, der Sprenger, der Packer. Jetzt ist erstmal angesagt, die Hunde, die die finden sollen, gehen jetzt erstmal rum, eruieren das ganze Gelände ab und bellen dann hoffentlich. Und dann sind die anderen vor Ort. Sind wir soweit? Kommt schon. Alter. Kann aber auch nur ein Stück Rehwild oder was drin sein. Natürlich bellen die dann auch beim Stück Rehwild. Sollen nicht anjagen oder sollen nur kurz anjagen und dann in Ruhe lassen. Weil wir konzentrieren uns wirklich nur auf das Schwarzwild. Alles andere Wild sollen wir gar nicht bejagen. Ist einfach so. Soll die Meute sich gar nicht darauf konzentrieren. Im Mais ist halt viel Gehör gefragt. Da ist dann, man kann zwar immer auf dem GPS gucken, ja. Wir haben sie jetzt auch alle hier so schön, wunderschön drauf. Ja, mal das sehen. Die sind teilweise hier. Das ist immer Glück oder Pech bei der Maisjagd. Es gibt keine Garantie, dass du Sauen überhaupt kriegst. So, los, hopp. Stopp, voran. Da wir früh morgens haben, kann auch wirklich sein, dass die Sauen dann halt über Nacht hier drin waren, sind abends reingezogen und heute Morgen ganz früh mit den ersten Sonnenstrahlen wieder raus. Oder halt das andere, die liegen halt hier drin und pennen noch, sodass wir da rankommen. Gehen wir mal weiter. Hier sieht man dann erste Schäden halt und das hält sich in Grenzen. Also wir sprechen hier noch nicht vom Schaden. Nur das Prinzip, komm Hunde weg. Die Sauen kommen halt, knicken den ganzen Stängel um und fressen dann halt den Mais. Ne? So kommen sie halt dran, weil die Sauen sind irgendwo in dieser Höhe, wie die Hunde auch ein bisschen größer. Und dann knicken die halt um und immer mal wieder, ich denke, es sind immer noch Fährten halt drin. Richtigen Kontakt hatten die Hunde jetzt bis jetzt noch nicht. So, hopp! Dann geht das halt hier, komm mit, ich zeige euch das. Dann geht das halt hier schon in eine etwas größere Schadstelle, was halt zu vermeiden ist. Ne? Wenn man hier sieht, wenn man jetzt hier die Maisbäume hat, genau das sind die Sauen. Die knicken die um und fressen dann ihr Maiskolben to go. Ja? Und das sind kleine Stücke. Also wir sprechen wirklich von großen Schlägen, wenn der halbe Schlag weg ist. Dann ist es richtig Palaver. Und bei den Rohstoffpreisen und allem drum und dran müssen wir auch den Mais schützen. Hopp, hopp, hopp. Die Hunde sind auf jeden Fall auf einer frischen Fährte. Ob sich das Stück Wild jetzt hier noch drin befindet im Maisschlag, weiß ich nicht. Aber sie, also du hörst, wie sie halt suchen, wie sie sich die Spur erarbeiten. Ja, lass uns mal ein bisschen rausgehen. Dann sortieren wir uns mal neu. Ja, somit wäre halt der erste Schlag jetzt erstmal getan. Wild haben wir jetzt, glaube ich, nicht bekommen, war nichts drin. Aber es geht sich darum,
den Mais zu schützen, auch indem wir einfach mit den Hunden durchgehen. Die pinkeln dahin, ja. Haben die Sauen auch da keine Lust mehr, wenn ins Wohnzimmer gepinkelt wird. Dann kommen die auch nicht mehr hin und dann machen sie auch keinen Schaden. Und dann vergrämen wir die halt. Auf natürliche Art und Weise. So, jetzt heißt es erstmal alle Hunde eben mal sammeln. Da steht der nächste Schlag an. Da positionieren wir uns jetzt neu. Und dann gucken wir mal. Eben gucken, dass alle heile sind. Komm hier, komm! Komm hier, komm! So ist fein, komm hier. So ist fein. Komm hier. So, jetzt ziehen die Jäger sich zurück, positionieren sich an dem Schlag neu und dann werden wir da nochmal durchtreiben und drücken und dann gehen wir das ganze Gesumsel einmal wieder zurück zum Auto. Johannes! Hopp! Hopp! Hier können wir jetzt auf jeden Fall schon mal sehen. Hier unten. Da hinten. Hier sind Schweine drin gewesen. Man sieht halt hier, ich nehme das mal ein bisschen weg, den Abdruck. Ja, danke Hund. Das ist ein typischer Schweineabdruck hin mit dem Gäst. Könntet ihr bitte jagen gehen und nicht mir hier in den Karten spielen? Danke. Jetzt ist es kaputt. Also wir gucken gleich nochmal. Irgendwo kriegen wir noch einen Abdruck her. Aber wenn ihr hier halt mal, kommt her, wenn ihr hier mal in die Reihen guckt, ihr seht, die Schäden, die dann passieren. Hier hat der Landwirt halt wirklich Geld in der Hand genommen. Ihr seht es, es ist noch richtig grün, es ist hoch. Der hat bewässert ohne Ende. Deswegen sind die Chancen, dass die Sauen hier drin liegen, ein Stückchen weiter, gar nicht mal so schlecht. Die Schäden sind ziemlich frisch. Es kann von vorgestern sein, kann aber auch nur von gestern Abend sein. Und, aber der hintere Teil des Stücks wurde noch nicht bewässert. Das kann jetzt sein, dass die Sauen da drin liegen. Oder die haben sich sogar bewässern lassen. Das haben wir auch schon erlebt. Ja? Es hat über Tage lang nicht geregnet, die Sauen sind auch froh. Oder das Wild generell, wenn es Wasser gibt. Wiederum so ein Indiz, dass sie hier sein können oder frisch hier waren. Ihr seht außenrum dieses helle, dieser hellen Bodenanteil und auf einmal hier etwas Verfärbung drin. Das heißt also, die Sauen waren hier, sie haben irgendwas gesucht, sie haben gewühlt. Das sind dann Indizien, dass sie vielleicht hier sein können. Und hier habt ihr einfach das beste Beispiel dafür, was der Landwirt und der Jäger sich gar nicht wünschen. Das ist nämlich so ein Schaden in so einem Maisfeld. Und das kann sich wirklich ausbreiten auf die Hälfte, auf die ganze Schlacht. Je nachdem, wann die Sauen eingreifen, wie sie eingreifen, in welcher Stückzahl. Und sowas sollte eigentlich damit vermieden werden. Damit wir mit den Hunden das Schwarzwild wirklich aus den Beständen, aus den Maisschlägen rauskriegen. Und dass die halt solche Schäden hier nicht anrichten. Hopp, 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 hopp. Ja, keiner zu Hause. Oh doch. Die Hunde geben laut und mehrere, heißt also, die sind irgendwo haben sie Wildkontakt gerade gehabt. Hunde hier! Komm! Komm hier, komm! Komm! Voran. Ihr seht halt hier, die Sauen, die haben ordentlich Arbeit geleistet. Doch einiges an Schaden drin in der Fläche. Auch wenn man das hier so sieht. Willkommen im Schweineparadies.
Genau sowas gilt eigentlich zu vermeiden. Das sollte eigentlich nicht. Ja. Da wird sich auf jeden Fall der Jäger mit dem Landwirt wieder mal auf einen Kaffee treffen und fragen müssen, was aus der Tasche kommt. So, jetzt heißt es erstmal wieder Kraft tanken, Ruhe, Wasser zu sich nehmen, ein paar Minuten mal entspannen. Dann kommen sie in den Anhänger rein, die Klappen bleiben alle auf. Und dann fahren wir nämlich zu uns nach Hause, wieder in die Anlage rein. Und dafür haben wir da halt den Teich, ne? Dass wenn wir solche Sachen haben, mit die Hunde jetzt sofort wieder ab nach Hause, ein paar Minuten runterkommen, ab in die Anlage rein, ab in den Teich rein, runterkühlen, bis es dann in den nächsten Schlägen weitergeht. So, ihr seht, die Sonne ist schon ein bisschen untergegangen. Wir neigen uns dem Tagesende. Es steht aber noch eine Konditionseinheit an. Wir haben hier hinter uns haben wir noch einen ordentlichen Maischlag, wo wir die Sauen drin vermuten. Klar, wir gucken jetzt, die Hunde kommen noch mal raus, sie sind noch heiß. Aber dann haben wir wirklich heute ein gutes Intervalltraining hinter uns. Vielleicht mit einem krönenden Abschluss und wir haben noch Strecke gemacht. Schauen wir mal. Was ist los? Nicht da? Ja. Selbst so wie hier der Drahter, wirklich ein Leithund und ein richtiger Finder. Und wenn der schon so nah an einem dran hockt, dann ist meistens ja tote Hose auch im Mais, leider. Aber wie heißt so schön ein wunderbares Sprichwort? Nicht geschossen ist auch gejagt, ne? So. Damit muss man sich einfach abfinden. Das ist so. Das ist ja der Reiz an der Jagd, dass man auch scheitert einfach. Nicht jetzt beim Schießen oder sonst was, sondern einfach dieses Miteinander, dieses Auftreffen auf die Natur, weil du kannst es eben dann nicht regulieren, was passiert. Und das macht den Reiz aus. Hopp, hopp, hopp. Hört ihr das Hundegeläut? Da, Rehwild. Stück Rehwild drin. Alles gut. Man hört jetzt auch keine Hunde mehr. Haben angejagt, sollen in Ruhe lassen. Genau. Jetzt hört man, vielleicht waren zwei auch. Henrik, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, seid ihr im Wald? Nein, die Hunde sind im Mais drin. War gerade ein Stück Rehwild, aber die Hunde sind da vorne immer noch laut. Hopp, hopp. Komm voran, such. Los, Pfeile. Such. Such. Komm, Leute. Voran. Voran. Hopp.
So, für uns war es das. Leider haben wir kein Schwarzwild angetroffen. Alles gut. Ich glaube, ich bin mir zu 100%ig sicher, wenn wir das auswerten vom GPS. Die Meute hat einen super Auftrag heute getan. Es war ein toller Konditionstag, um dort wirklich Power reinzukriegen für die Waldjachten. Wir gucken einfach, dass wir noch ein bisschen Energie in die Hunde reinkriegen, dass sie sich einfach nochmal ausruhen können. Und dann, dann kann es ab Oktober losgehen mit den Waldjachten. Bis dahin werden wir natürlich die Hunde noch ein bisschen fit kriegen. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr dann bei der nächsten Sache wieder einschaltet, um zu sehen, wie wir uns auf die Waldjachten vorbereiten. Bis dahin, tschüss!